Weiter auf unserer Fahrt in südliche Richtung stoßen wir auf die Kreisstadt Mosbach mit ihren 25.000 Einwohnern. Die Stadt überrascht uns mit vielen historischen Fachwerkhäusern und geschichtsträchtigen Gebäuden. Ein besonderer Blick fällt auf das alte Rathaus von 1558. Die Stiftskirche in Mosbach, die einen katholischen und einen evangelischen Teil hat, bekam ihren Namen durch das frühere Benediktinerkloster, das um das Jahr 1000 in ein Kollegialstift umgewandelt wurde. Die heutige Kirche steht auf den Fundamenten einer Vorgängerkirche. Der Bau wurde wahrscheinlich um 1410 beendet. Von den ursprünglich geplanten zwei Türmen wurde nur der südliche ausgeführt. Die Kirche ist im gotischen Stil errichtet und mit einem Kreuzrippengewölbe abgeschlossen. Die spitzbogigen Fenster tragen ein reiches Maßwerk. Das Langhaus, in dem sich der evangelische Teil befindet, wurde vermutlich 1468 fertiggestellt. Die Trennung der Kirchen in zwei Konfessionen erfolgte aufgrund der Deklaration von 1705 des damaligen Kurfürsten. Eine Scheidemauer zwischen Chor und Langhaus trennt ab 1708 bis zum heutigen Tag Katholiken und Protestanten. Eine Renovierung der Kirche mit neuem Altar, Taufbecken und Holzwerk erfolgte in den Jahren 1994 und 1995. Kann sein, dass es noch nicht fertig ist. Ist auch nicht mehr gestaltet. Vom Turm des Rathauses hat man einen schönen Blick auf die Altstadt mit der gegenüberliegenden spätgotischen Stiftskirche. Herausragend ist das Palmsche Haus von 1610 hier am Marktplatz.
Wanderweg zur Katzenbrücke, wo wir heute Morgen waren. Die Reise durch den badischen Odenwald neigt sich ihrem Ende zu. Am Neckar entlang mit Blick auf die schöne Landschaft des Neckartals fahren wir zurück nach Gras-Ellenbach.